ist aber Stimmung in der Hütte. Das ist Alexi. Alexi ist jetzt 10 Monate alt, kam aus dem Tierschutz aus Rumänien zu mir. Damals war er 5 Monate alt. Er ist ein zauberhafter Hund. Komma, aber. Auf deinen Deckel. Alexi, komm her. Alexi, hier. Komm her. Alexi. Er ist verschmust, liebebedürftig, ja, ist auch eigentlich ein ruhiger, gemütlicher. Alexi, hey. Außer wenn Besucher da sind scheinbar. Freund, Schluss. Lass das. Er bellt halt viel, also egal, was vorbeiläuft, wer vorbeiläuft. Manchmal bellt er auch, wenn gar nichts ist. Wenn er sich eine Weile eingebellt hat, dann hört er auch nicht mehr auf. Dann geht das in einer Tour. Der Topf fliegt doch gleich runter. Er pöbelt Fußgänger an, er pöbelt Fahrradfahrer an, Jogger. Er schüchtert draußen Fußgänger ein, ja, die mit Kindern vorbeigehen. Das ist eine Katastrophe. Alter Schwede. Es nervt die Nachbarschaft, das heilt hier extrem. Es nervt mich. Mein Vermieter hat mir schon eine Frist gesetzt. Er hat gesagt, das geht nicht, das ist ihm unangenehm. Mir natürlich auch, ja. Ich brauche die Wohnung und er soll natürlich auch bei mir bleiben, gell. Das ist, ich möchte ihm jetzt auch nicht antun, ihm weggeben zu müssen. Also, das Wort Leidensdruck haben wir ja hier schon oft benutzt, aber hier ist wirklich Leidensdruck und zwar bei allen Beteiligten. Also wenn da im Raum steht, dass ein Vermieter sagt, ey, das geht hier so nicht weiter, dann muss jetzt echt auch zeitnah was passieren. Ich befürchte nur, auch Alexi hat ja so einen Leidensdruck, dass das nicht in ein paar Wochen getan ist.